Warum stolpern wir eigentlich als Gesellschaft in so systemische Risikosituationen hinein, wie sie im Moment von der Geldpolitik produziert werden? Und die Antwort auf diese Frage lautet, unsere Risikoaversion ist schuld daran. Weil unsere Risikoaversion dazu führt, dass wir die Politik durch Wahlen dazu mandatieren, alle unschönen Volatilitäten und alle Risiken von uns fernzuhalten und dass dieser Versuch, die Risiken von uns fernzuhalten, indem wir sie in aller Regel mit gewaltigen Mengen geliehenen oder frisch gedruckten Geldes übertünchen, Ungleichgewichte ansparen. Und zwar deswegen, weil die Volatilität, die wir vermeiden wollen, letzten Endes der Ausdruck von Irrtum ist. Warum geht ein Aktienkurs nach unten? Weil irgendjemand eine falsche Entscheidung in einem Unternehmen getroffen hat. Ja? Markt falsch eingeschätzt, Produktion falsch geplant, sonst was. Aber der Irrtum ist die Rückseite des Versuches. Und Versuch und Irrtum sind der notwendige Motor des Fortschritts. Wenn ich also die Volatilität nicht will, dann muss ich den Irrtum verbieten. Und wenn ich den Irrtum nicht will, muss ich den Versuch verbieten. Und dieses Aushebeln von Versuch und Irrtum zerstört die Lernfähigkeit sozialer Organismen. Im Grunde genommen sind unsere sozialen Strukturen Ökosysteme, hochkomplex, die nur durch evolutionäre Prozesse lernen können. Das ist im Grunde genommen ein Klassiker der österreichischen Schule, wenn Sie so wollen. Und wenn wir diese evolutionären Prozesse aushebeln, dann schaffen wir die Risiken nicht ab, sondern wir akkumulieren sie. Ja, wir schaffen Ungleichgewichte, die sich dadurch aufstauen, dass wir dem System Informationen entziehen oder es daran hindern, neue Informationen zu gewinnen, die es in einer sich wandelnden Welt eben braucht. Und das habe ich an mehreren Beispielen erläutert, nicht nur im Geldsystem, sondern eben auch in Dingen wie dem Parteiensystem oder der Aktiengesellschaft, die auch durch ihre Trennung von Eigentum und Kontrolle geeignet ist, ähnliche Mechanismen auszulösen, ähnliche Governance-Probleme auszulösen. Aber im Wesentlichen geht es mir natürlich schon um die Frage, warum unser Geldsystem mit diesem Mechanismus der Risikounterdrückung letzten Endes zum Entgleisen verurteilt ist. Ja, regelmäßig sagen die Leute zu mir, ja, so viel über das Geldsystem zu hören ist, als hätte ich die rote Pille genommen. Das ist, glaube ich, eigentlich eine klassische Darstellung des Phänomens. Ja? Henry Ford hat mal gesagt, wenn die Leute wüssten, wie das Geldsystem funktioniert, hätten wir morgen eine Revolution. Das war damals wahr und es ist heute immer noch wahr. Weil den Leuten natürlich nicht klar ist, über welche verborgenen Wege ihnen das Geld mit diesem manipulativen Geldsystem, das wir haben, aus der Tasche gezogen wird. Und da können sich auch gar nicht alle mit befassen. Erstens ist es kompliziert, ist komplex. Und zweitens ist es so, dass die Menschen ja auch noch was anderes zu tun haben, als sich mit dem Geldsystem zu befassen. Und wenn diejenigen, die eigentlich hauptberuflich damit beauftragt sind, sich damit zu befassen, Teil einer Gruppe sind, die sich in den Kopf gesetzt hat, das Geldsystem eigentlich einzusetzen, um den Bürger zu berauben über Inflation, dann haben wir natürlich ein gesellschaftliches Problem, und zwar eins mit Sprengkraft. Habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Im Grunde genommen haben die meisten Menschen bis zu dem Zeitpunkt immer gesagt, was interessiert mich das? Ja, es gibt Inflation, ja, es gibt das und es gibt jenes und ich kriege da irgendwie was abgenommen, aber am Ende geht's auf. Ja, das war so ein bisschen eine, ich will mich nicht kümmern und ich will nicht nachdenken müssen, Attitüde. Und das ist in den letzten 10 Jahren aufgebrochen worden, wobei ich glaube, dass es ein Wechselspiel ist. Ich glaube, dass einerseits die Bitcoin dazu einen Beitrag geleistet hat, und zwar deswegen, weil sie plötzlich einen Rahmen abgegeben hat, der einen Gestaltungsmoment eingeführt hat, das den Leuten vorher überhaupt nicht klar war. Denn bis dahin gab es zwar auch die Idee vom Währungswettbewerb, aber die einzige Dimension dieses Währungswettbewerbs war, was ist denn das Asset, auf das sich die Banknoten ausgibt, setzen sollte. Ist es Gold, sind es Aktien, ist es Grund und Boden, was ist es denn? Das war ja eigentlich, mehr Dimensionen gab es nicht. Und jetzt plötzlich gibt es noch eine völlig fundamental andere Dimension, nämlich das Handling im Grunde genommen dieser Art von Geld. Und das hat im Grunde genommen dazu geführt, dass man nochmal wirklich ganz neu über die Geldtheorie nachdenken musste, dass man aus seiner Denkfaulheit rausgerüttelt worden ist und dass dann gleichzeitig durch die Finanzkrise die Leute im Prinzip den Impuls bekommen haben zu sagen, naja, so ganz egal scheint es ja wohl nicht zu sein, was ich darüber denke und was wir da machen. Ja? Und insofern ist das, glaube ich, ein guter Motor. Die Kernaussage ist eigentlich, dass gutes Geld eine Wertaufbewahrungsfunktion haben muss. Und diese Wertaufbewahrungsfunktion kann nach meiner Überzeugung, wie gesagt, letztlich nur dadurch entstehen, dass auch ein Asset dahinter gestellt wird. Ich glaube also, wir werden an irgendeinem Punkt dazu kommen, dass man zum Beispiel eine goldgedeckte Kryptowährung hat. Da hätte ich persönlich sehr viel mehr Vertrauen als in die Frage der reinen Limitierung. Denn die eine Währung können Sie zwar limitieren, aber was hindert Sie denn, 5 andere Währungen daneben hinzustellen, die auch zwar alle limitiert sind, aber deren Zahl Sie nicht limitieren können?
Und in dem Moment, wo es sozusagen diese Art von Notausgängen gibt, wird es auch immer die Möglichkeit geben, quasi die Begrenztheit der Ressource, die da ist, zu umgehen, wenn eben nicht ein Asset zugrunde gelegt werden muss, das eine natürliche Begrenzung hat und nicht einfach durch menschlichen Willen begrenzt. Das ist ja was der von mir sehr verehrte Professor von Hayek immer gepredigt hat, ist, dass nur der Währungswettbewerb sicherstellen kann, dass die Menschen eine ordentliche Währung bekommen, der Wettbewerb überhaupt insgesamt und immer nützlich ist. Und den hatten wir ja im Prinzip beim Thema Währung nicht mehr seit Ende des 19. Jahrhunderts, als man die privaten Währungen abgeschafft und durch Zentralbanken unter Staats- und Politikkontrolle ersetzt hat. Die Kryptowährungen sind von ihrer Konstruktion her so, dass sie sich weitgehend der Kontrolle durch die Politik entziehen können, zumindest sollte die privat organisiert werden und, oder als Public Domain organisiert werden. Und das ist natürlich den Zentralbanken und der Politik ein Dorn im Auge, weil letzten Endes die Verstaatlichung des Geldes und die gleichzeitige Abschaffung des Goldstandards damals die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man die Menschen berauben kann. Und da setze ich große Hoffnung rein. Man sagt, wir wollen 2% Inflation erreichen als Zielinflation, das dann auch noch fälschlich als Geldstabilität uns verkauft, dann bedeutet es nichts anderes als die Aussage, wir sind berechtigt zum Erreichen unserer politischen Ziele, 2% des Wertes eurer nominalen Vermögenswerte im Jahr abzuknöpfen, egal ob ihr das wollt oder nicht. Als Amerika entdeckt worden ist und die Spanier Südamerika erobert haben, hat sich die Goldmenge in Europa innerhalb kurzer Zeit vervielfacht. Das hat dann schlicht zum inflationären Schub geführt. Das war ja einer der Gründe, warum Spanien auch ein paar Mal pleite gemacht hat, trotz seines Goldreichtums, weil der inflationäre Schub dafür gesorgt hat, dass man trotz des zufließenden Geldes oder vielleicht wegen des zufließenden Geldes über seine Verhältnisse gefunden hat. Das heißt also, die Situation, was passiert, wenn jetzt quasi die Kosten der Goldproduktion plötzlich fallen oder da ein Angebot auf den Markt kommt, das höher ist als das, was das System bisher gewohnt war. Das kann man historisch an diesem Beispiel wunderbar studieren. Das ist keine historisch einmalige Situation. Trotzdem hat dieser Zufluss an Gold nicht dazu geführt, dass das Gold als Zahlungsmittel ausgehebelt worden ist. Ich glaube, das würde nur passieren, wenn irgendwo solche Mengen an Gold gefunden werden würden, dass die Knappheit generell einfach weg wäre. Damit ist aber aus unterschiedlichsten Gründen nicht zu rechnen. Sowohl biologischen als auch physikalischen Überlegungen heraus. Nicht zu rechnen. Es gibt zwar Theorien, dass im Erdkern ungeheure Mengen davon da sind, aber ist halt schwer ranzukommen. Ja? Das heißt also, insofern glaube ich nicht, dass das eine fundamentale Neuadjustierung der Wettbewerbsfähigkeit des Währungssystems als solches bedeuten würde.